Ihr könnt gerade noch die letzten Wortfetzen hören, nachdem der Silenzium von Beutax erklungen ist, nachdem er dann durch den drogenschwangeren Sumpf etwas in die Knie gegangen ist. Der Tod ist größer als die Liebe und ließ doch jedes Mal, zu jeder Zeit, an jedem Ort, seit aller Ewigkeit den Einsamen zurück. Es stellte sich nur die Frage, ergibt man sich dem schwarzen Raben? Manch einer fasst sich den Mut und widerspricht. Sie macht gerade den Mund auf, will gerade noch ein weiteres Wort sagen. Da springt einer der Bauern auf, zieht einen riesigen Anderthalbhänder, eine Sichel, eine Sense, einen Säbel und schlägt ihr den Kopf von dem Schädel. Er fliegt einmal durch das gesamte Etablissement, prallt an verschiedenen Stellen ab. Eine riesige Blutfontäne spritzt nach oben, bedeckt so ein bisschen die Schüssel und wohl auch den einen Bauern, der gerade aufgesprungen ist. Er ist riesig groß. Was wollt ihr tun? Wäre sie eine Wahrsagerin, hätte sie das vorhersehen müssen. Du kannst nicht reden, du bist Silentiumieren. Nein, bin ich nicht mehr. Nicht mehr. Fallen lassen. Was? Keine Ahnung, ich blitz den Typ. Ich stehe erstmal dumm im Raum rum und tue nichts. Ja, Rafim, Willst du du mir schon merkst. im MR gehen? Ja, gib einfach Ja. mal einen Blitz, dich findet und Rafim kann die MR durchsagen. Bin ich mal Komm, gespannt. warte. An die Armbrust denken. Ja, warte mal, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe auch keinen Gedankenschutz. Es macht aber Sinn, dass du ihn angemacht hast, bevor du zu dieser Frau hereingegangen bist. Ja, eiserner Wir Wille. machen bei Iserun den Braten eh nicht fett. Das ist wahr. Du machst doch Ich trotzdem. glaube, bei allen anderen, aber bei Iserun halt nicht. Würfel schon mal den Blitz, ich finde, Ja, wir können die Würfel, Punkte noch Würfel, abziehen. Würfel, gib's mir. Gar Nur nicht mal so gut. 15. Ja, komm durch. Wäre bei mir nicht durchgekommen. Ja, Rafim, du merkst, wie irgendeine Kraft dein Geist eingedrungen hast. Du merkst dieses Stechen, dieses Pieksen. Alles vor dir wird hell, schwarz. Du bist dir nicht ganz sicher. Eigentlich müsste die Frau tot sein, aber du spürst Präsenzen und Stimmen im Hintergrund. Lege alle Lügen und Illusionen ab, denn sie hindern den Starken nur. Und jetzt kommt raus, ihr Hurensöhne! Der Sessel, auf dem er gerade saß, wird durch den Raum gepfeffert. Ihr dürft mal gerne eine Ausweichenprobe würfeln, sonst trifft euch der Sessel. Alle? Alle. Ach, ich habe eine Rüstung, ich kann das ab. Würfel trotzdem. Du willst nicht von Rafim Sessel getroffen werden. Wir jetzt alle von dem gleichen Sessel getroffen? Das ist wie ein Pooltisch. Wird man immer so hin und her Muss gedrückt. gerade Nein, gucken. Bolt, das ist zu klein, der fliegt über die Nee. Brücke. Iserun hat es geschafft. Ja. Ja, Jalan wird als erstes direkt von dem Stuhlbein so ein bisschen an der Wunde durchbohrt, die du erst am Vortag, an den letzten 2 Tagen dann bekommen hattest. Spießt sich fast mit aller Wucht in deinen Bauch, drängt dann sogar dann auch noch Kiaras und Abel mir so ein bisschen zurück. Iserun und Boltax können so ein bisschen in Deckung gehen, als dieser riesige Bauer dann ausholt, sich umdreht, geblitzt. Du hast auf alle Fälle gemerkt, dass du durch seine magische Rüstung durchgekommen bist. Jalan, du bekommst 2W6, die anderen bekommen 1W6. Warum über der Bauch? 2W6 in den Bauch, komm, das werde ich gut packen. Total willkürlich, aber ich finde das gut. 7 gehen nicht durch die Rüstung. Ausdauerverlust ist trotzdem. Das ist wahr, und dafür dann die Hälfte von 7 sind 4. Das tut weh. Ja, Rafim, also du kannst auf alle Fälle die Stimmen wieder hören. Du musst noch überlegen, ob das ein Traum ist. Bist auf alle Fälle nicht in der Wildermark zurückgekehrt. Das hatte dir ja der Bauer schon gesagt. Aber die Stimmen kannst du definitiv wieder erkennen. Und die Ich anderen würde. können jetzt wohl auch erkennen, wie sich da wohl ein bluttriefender Rafim umdreht. Ach, Rafim, du bist das. Rafim? Oh! Trüben dich meine Augen? Was macht ihr hier? Wie kommt ihr denn hierher? Seht Hat ihr sich auch so wenig wie verändert? ich, oder ist das nur für mich ein Problem? Oh, verzeiht, ich habe euch eventuell geblitzt. Was macht denn der andere Bauer? Der andere Bauer schaut sich die ausblutende Leiche an. Die sackt gerade auf ihrem Sessel so ein bisschen nach vorne, zurück in die Schüssel, die dann auch umkippt mit einem Klackern. Das Blut, was sich da so ein bisschen trüb über den Tisch verteilt, das wurde schon die Oberfläche ein bisschen geronnen. Der dreht sich auch um in eure Richtung, hebt abwehrend ein kleines Kurzschwert, hat wohl ziemlich weiße Haare und eine Narbe über dem Auge. Guckt er euch misstrauisch und übellaunig an. Kann jetzt mal irgendjemand dafür sorgen, dass ich wieder was sehe, bitte? Rafim hat sich wohl verändert. Sicher. Ihr müsst ein wenig abwarten. Ich führe euch mal zu einem nicht zerbrochenen Stuhl.
Ach, ich bleib hier stehen, alles gut. Ich mach das schon. Rafim! Ich stimme auch jetzt nur noch mal an den Bild. Oh, Rafim hat sich definitiv verändert. Rafim ist sicherlich noch einen halben Kopf größer geworden und nochmal so breit. Das sind sicherlich die Muskeln, die er dazu bekommen hat. Beschreib dich doch mal bitte, Rafim Korsohn. Rafim ist jetzt ungefähr so 2,20 groß. War ja schon vorher ein recht breit gebauter junger Mann. So jung ist er gar nicht mehr. Die Waffe liegt jetzt, hat er immer noch in der einen Hand, mit der anderen greift er gerade Kiaras und drückt ihn an die Brust. Ein rasierter Kopf, auf den Armen Tattoos und auch Brandwunden, die er sich wohl noch damals in Torgang, glaube ich, zugefügt hat, selbst. Och, Karinor, was macht ihr denn hier? Ich hab doch gesagt, ihr sollt vorsichtig sein, wenn ihr ohne mich unterwegs seid. Oh, mein Raya, ich hab dich vermisst. Ja, das würde ich aber auch mal ganz stark hoffen. Ich meine, ihr habt alles verpasst. Auf jeden Fall kennt die? Ja, die sind super. Ja, das ist ein bisschen viel gesagt. Die sind ganz nett. Das? Wo ist denn dein Eisbär? Wie wär's das? Wer seid ihr? Was? Das ist Jorim, der Jäger. Also ich nenne ihn Jorim, der Jäger. Er heißt nicht Jorim, der Jäger, aber er ist ein Jäger und er ist Jorim. Aha. Der Jäger? Nein, Jäger. Der Jäger. Ich bin der beste Jäger. Auf vier und so groß. Wahrscheinlich kennen wir uns. Vielen Dank. Ja. Wenn ihr uns Führung grüßt, dann wird es nicht der Jäger sein, der die untoten Rehe getötet hat. Naja, die schwarze Mutter behüte. Ja. Er sagt viele Sachen, wo man eben für aufs Maul hauen sollte, aber ich hatte noch keine Zeit. Kommt da später noch zu. Rafim, in welchen Topf seid ihr denn gefallen? Wie wirkt das denn mit euch? Ich sehe so gut aus wie immer. Sogar noch besser. Ihr seid ganz schön gewachsen. Also natürlich mindestens eine gewachsen. Handbreit. Wie natürlich. Also seine Rüstung ist schwarz und rot. Die hatte er definitiv vorher noch nicht an. Könnte fast wie ein Borberadianer aussehen, aber halt die Farben von Kor sind ja auch schwarz und rot. Ja, ihr habt alles verpasst. Wir haben das, was du hast, alles verpasst. Voltax, erzähl ihm von der Mine. Oh, es war eine wunderbare Mine. Ach ja, da könnte ich dir viel erzählen. Weißt du, da gab es fantastische Steine und Pilze. Ach ja, und Pilze? Oh ja, tatsächlich. Oh, ich kann dir so viel von Pilzen erzählen. Ach, aber das wollte Abel mir ja auch irgendwann mal. Und wir können uns gerne an anderer Stelle, ich glaube, hier ist nicht der beste Ort, um über Pilze zu reden. Aber nun, auf jeden Fall, wir waren in einer schönen Zwergenmine und haben ein paar nette Tage dort verbracht, bis Yalan alles kaputt gemacht hat, weil er im Thronsaal rufen musste. Ich habe ihm gesagt, er soll das nicht machen, aber dann wäre die Mine fast über uns eingestürzt. Was ist das denn bitte für ein Thronsaal gewesen, in der einstürzt, sobald man ruft? Seit wann ist Greifenbund überhaupt wieder da? Er hat jetzt eine goldene Hand. Ich bin Goldhand. Goldhand, Hinkebein. Achso, nicht mehr. Aber ihr habt alles verpasst. Die Blutkerbe war wunderbar. Also, ich habe so eine Sindelgeweihte getroffen, die hat furchtbar viel geredet. Also wirklich ganz schrecklich. Konntet ihr die Blutkerbe denn heilen? Also, wir haben das Ding am Ende umgebracht. Eine riesige Statue vom Gegenspieler von Ronderei. Es war wunderbar. Jetzt erzählt doch mal von Anfang an. Ja, okay. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihm aus dem Sumpf geholfen. Entspann dich, das ist doch das Ende der Geschichte. Du gehst jetzt schon bis ans Ende. Also ich bin erstmal ein bisschen auf Weh heimgelaufen. Das war übrigens relativ einfach, so alleine. Wenn ihr nicht herumtapselt, dann schafft man das relativ gut. Da habe ich so ein paar Verrückte aufgegammelt. Das ist eine Stadt auf der anderen Seite der schwarzen Sichel. Sie wissen. Ja, wir waren schon da. Also dann habe ich mir ein paar Verrückte zusammengesammelt. Irgendwie so ein Travia-Typen und einen anderen Diener Kors. Guter Mann. Und so eine Hesinde-Geweihte, die hat fürchterlich viel. Und dann haben wir diese blöde Blutkerbe gesucht. Die ist irgendwo im Norden davon. Frag mich aber nicht, wo. Irgendwo da, keine Ahnung. Ich hab's auch nicht verstanden. Ach ja, wir haben auch einen Hesinde-Geweihten bei uns, der ein bisschen viel redet. Was? Ich finde, er redet genau so viel, wie er reden muss. Dann ist das ja vielleicht ein Problem von Hesinde-Geweihten grundsätzlich. Auf jeden Fall. Dann sind wir in der Nähe von der Blutkerbe. Da haben wir einen anderen Chorgeweihten getroffen. Übrigens sind es. Keine Ahnung. Ja, ist weg. Aber wird wohl irgendwo sein, der Mann. Und dann sind wir bis zur Blutkerbe vorgelaufen und da hat gerade ein Typ seinen Kumpel umgebracht. Doch. Oh. Und was habt ihr mit ihm gemacht? In die Blutkerbe hinterhergelaufen und da drin haben ihn Dämonen zerfetzt. Edel. Ja, das. Eigentlich sollte ich sowas nicht sagen, aber das geschieht ihm schon recht. Oh. Und ist immer, ihr kennt mich ja. Und dann waren wir in der Blutkerbe
Ich habe natürlich die Schilde fast ganz alleine kaputt gemacht. Die andere Korgeweihte hat auch ein bisschen was geleistet, aber die anderen waren zu nichts zu gebrauchen. Aber was will man noch erwarten? Ja, es schien wohl irgendwie so ein vorgespieltes Heiligtum hier von dem Gegenspieler von Ronrad zu sein. Und wie kam das mitten in die Finstermark? Und was war das noch gleich für eine Statue? Wo kam die her? Wer hat die gemacht? Naja, wahrscheinlich. Also ich hab doch nicht gefragt, ich hab's umgebracht. Aber Rafim meint den Seelensäufer. Wer ist das denn jetzt schon wieder? El Alha, aber das darf man nicht sagen. Du, deswegen sage ich sowas nicht. Weil dann sagt er solche Dinge. Mit gutem Recht? Verzeiht, die Reflexe. Ja, nee. Ja, auf jeden Fall. Es ist immer besser, wenn man sich überhaupt gar nicht erst merkt, wie die Viecher heißen, dann kann man den Namen auch gar nicht aussprechen. Man soll die Götter nicht beim Namen nennen. Das wollen die nicht. Eine man gute ist, Junge, jetzt halt bitte kurz Maul. Jori, bitte jetzt kurz Fresse halten. Entschuldige, okay, Rafi. Auf jeden Fall. Dann war da so eine Art Manticore. Und das haben wir dann, den haben wir dann umgebracht. Es war übrigens relativ einfach. Das war sehr enttäuschend, aber naja, man kann nicht alles haben. Und erzähl ihm das mit den Fleischstückchen. Ja gut, es hat da irgendwie geregnet. Und da waren irgendwelche komischen Trolle in so einer Art Blutfluss. Und wenn man das berührt hat, ist einem die Haut weggeätzt. Aber das ist auch gar nicht wichtig. Ich komme zum Wichtigen. Am Ende war eine große Statue. Das stimmt, hausgroß. Dann haben wir sie kaputt gemacht. 10 Meter. Die war 10 Meter groß. 11 Meter. Jorim das sagte. 11 bestimmt. Ja, und dann... Ich war nicht dabei, aber das hast du erzählt. Die war groß, so groß. War die groß. Ja, und dann sind wir... Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die anderen sind. Jorim hat gesagt, ich bin hier am... Keine Ahnung, an unserem Scheißteich. Ich weiß nicht, wie er heißt, aufgewacht. Ja. Und dann wart ihr so groß? Alter, das hat mit Chor zu tun. Habe ich das noch nicht erzählt? Nein. Was war denn nun mit dieser Statue? Hat sie gelebt? Ja, sie hat gelebt, gekämpft, mit 6 Armen. Sehr beeindruckend. Aber gar kein Problem für uns, hat sie kaputt gemacht. Mit Keulen und Peitschen und sowas. Erzähl's ihm, Rafim. Genau, ja, hier, der Gegenspieler von Ronrad normal aussieht. Und die Sinnegeweihte hat irgendwie ihren Stab so gewirbelt. So gewirbelt halt. Und dann hat sie irgendwas auf die Krone der Statue gemacht. Und dann ist die Statue halb explodiert. Also hat nicht ihr die Statue zerstört, sondern die Geweihte. Ja, wir haben die Statue abgelenkt und die Geweihte hat irgendwas gemacht. Weiß es aber nicht so. Ich wollte sie auch nochmal fragen, aber die ist auch weg. Ja, okay, ist auch egal. Werde ich schon wieder finden, die Frau. Ja, und dann war ich im Chors Heiligen Reich. Das habe ich doch schon erwähnt, oder? Nein. Er ist aus dem Totenreich wieder auferstanden. Erzähl's ihm, Rafim. Ja, richtig, richtig. Was? Wirklich? Ja, es war eine tolle Erfahrung. Kann ich nur empfehlen. Da war das ewige Schlag. Hättet mal sehen müssen. Oh. So viel Blut, was wunderbar. Wunderbar war das. Ja, und dann hat Chor mir sein Schwert hingestellt. Ja, also Chor, Angesicht zu Angesicht habt ihr gesehen? Das ist ja fantastisch. Chor hat ein Paradies? Natürlich, es war wunderbar. Es war so viel Schlacht und so viel Blut. Wir müssen für jeden von euch eine Blutkerbe auftreiben, damit ihr das auch alle sehen könnt. Das ist cool. Wenn es noch mehr davon gibt, dann machen wir sie sicher platt. Ja, das ist sehr gut. Ja, und dann war ich hier. Wachsen bin ich irgendwo dazwischen. Sieht doch gut aus, oder? Eine neue Rüstung. Oh, was für ein schönes Material. Und Chor hat dich wachsen. Das ist sehr stattlich. Ich denke, wir müssen unsere Villa umbauen. Höhere Türen, vermute ich. Oh, das ja. Das habe ich noch nicht bedacht. Aber, ich bin mir sicher, Rafim wird in der Lage sein, sich zu ducken. Rafim, du hast mir gar nicht erzählt, dass wir eine Villa haben. Er hat eine Villa, nicht wir. Rafim, hast du den adoptiert oder so? Rafim ist ein Freund von mir. Jorim, der Jäger, der hat mich hier hingebracht. Hab ich doch gesagt. Jorim, ich hab dich doch vorgestellt, oder nicht? Ich wollte gerade sagen, ich wollte ihm gerade erzählen, also... Naja, das ist jetzt hier die Venefica Winterkalt und ich hatte ihm gesagt, dass sie die Zukunft voraussagen kann und dann hat er sie umgebracht. Und jetzt sind wir hier. Hätte sie die Zukunft voraussagen können, hätte sie das gesehen und wäre nicht da gewesen. Aber ja, auch ganz viel komisches Zeug gelabert, also. Wir sollten uns einmal umsehen hier im Haus. Wer weiß, was sich hier noch verbirgt. Kurios, wir sind aus exakt demselben Grund hier gewesen. Aber um uns erzähl mal greifen, und was habt ihr denn gemacht? Ich habe nur gehört, ihr habt euch irgendwie irgendeinem Verrückten angeschlossen. Er ist nicht verrückt, er ist Albuin und er ist Preios Sohn. Nee. Okay. Offensichtlich sieht das schon bei den anderen Preioten etwas anders.
Und bei einigen anderen Prioten. Es gibt auch viele, die seinen Worten anhängen. Ich kenne keinen, außer euch. Also im Vertrauen, Rafim, Eldan und Yalan haben sich ganz schön gezofft. Wie viele Prioten kennst du überhaupt? Der Vereldernde nochmal. Eldan und den anderen, der da bei uns war in Beilung, also drei. Eldan war ein Magier, mit dem ich befreundet bin, aus Gareth. Auch einer malt. Von den beiden Lappen. Ja, genau. Der Lappen. Ich erinnere mich. Er wäre fast eine Brücke runtergestürzt, weil er einen Silberklumpen behalten wollte. Oh. Und so jemandem traust du mehr als mir, Boltax. Ich bin enttäuscht. Nein, was für dich wichtig ist, wir sind auf dem Weg nach Nahrung, um Nekromanten abzustechen. Oh, wunderbar. Und zwar jede Menge von ihnen. Wir haben eine ganze Liste mit möglichen Zielen. Verzeiht, wie geht es jetzt weiter? Wird das Savo dann hinzutreten? Wollen wir das jetzt hier aufräumen, nachdem Rafim so ein Chaos angerichtet hat? Oder bleiben wir hier, ziehen wir direkt weiter durch die Nacht und versuchen es mit den Ghulen? Wie handhaben wir es jetzt? Was? Wir bleiben hier. Die Leiche wird nur nach keiner suchen. Wir versperren die Tür wohl. Hier muss irgendwo ein Schlüssel sein. Ich vermute, das wird genauso laufen wie in Kunin. Aber mir Boltax, wir schauen uns einmal hier um, ob wir noch irgendwie verwertbare Sachen für unsere Tarnung ausmachen können. Das ist eine gute Idee, aber passt auf die Geister. Die bringen nur Unheil. Fasst nichts Dämonisches an, wenn ihr es vermeiden könnt. Natürlich nicht, dafür haben wir euch. Stimmt, ihr habt jetzt eine goldene Hand. Zeig mal deine Hand her, Yalan, was meint ihr damit Gold? Und ich steck die Hand aus, nehme mir Handschuhe ab und die ist Gold. Ich bin Goldhand. Weil die Hand Gold schwarz, ist. Schwarz, oder nicht? Und sie wurde durch flüssiges Gold gestoppt. Sie wurde durch die gleißenden Feuer des Priamsheiligtums gereinigt. Ja, Jorim tritt direkt an die Hand ran und versucht die auch anzufassen, wenn du es zulässt. Wow, ja. Muss ein Vermögen wert sein. Ich die haben? Zum einen ist die nicht verkäuflich. Zum anderen, nein. Könnt ihr die abnehmen? Bitte, die kann man nicht abnehmen. Oh, zieh mal dran. Zieh an meine Finger. Ja, zieh an deinem Finger. Oh, es passiert nichts. Ja, das fest am Arm, wie sie hingehört. Ich möchte mal an Janams Arm reißen, so doll ich kann. Oh, nicht umwerfen! 1W6 Ausdauerschaden, Janam. 1W6 oder 1x6? 1W6 Ausdauerschaden. Ich fange mich wieder an, Rafim. Raffel mich dann wieder auf. Nicht umreißen! Die Hand mag, wir sollen ziehen. Die Hand mag fest sein, aber die Schulter kannst du trotzdem rausziehen. Oh, na, ist richtig. Ja, Rafim, du musst etwas sorgsam mit ihm umgehen. Er hat erst vorgestern ein Duell verloren und ordentlich was ins Bein bekommen. Habt ihr jetzt euch doch noch duelliert? Nicht mit Abelmir, nein. Das steht noch aus. Denn nicht. Er hat so ein, wie hieß er denn jetzt wieder? Ahmad. Er hieß Ahmad. Herausgefordert. Hast du von irgendeinem Ahmad aufs Maul hauen? Keine Sorge. Ja, das nächste Mal kriege ich ihn. Sehen wir zu, dass wir weiterkommen. Seht euch um, ob ihr irgendwas Nützliches findet, was die Tarnung angeht, und den Schlüssel. Dann versperren wir die Tür und werden die Nacht ruhen und mit dem ersten Sonnenstrahl brechen wir auf. Mit etwas Glück sind wir vor und befolgen jemand, die Alte vermisst. Jeder von euch darf 1W20 würfeln, wenn er sich umsehen möchte. Warum nicht? Was kann schon schief gehen, nicht wahr? Göttergefällige 13. 2, 13, ja. Göttergefällige 13. Ja. Und 4 Einsen. Nee, 11. So, 17, Rafim. Wenn du dich umsiehst, kannst du erkennen, wie auf einem Regal steht wohl noch ein Einmachglas, was mit Augen gefüllt ist, die sich noch in deine Richtung drehen und bewegen und augenlos blinzeln. Widerlich. Könntest du mitnehmen als Tarnung oder zerstören, ist dir überlassen. Yalan, die 13. Yalan kann eine schwarze Kerze entdecken, in deren Schatten bizarre Sternbilder tanzen. Kannst du mal auf Sternkunde würfeln, wenn du möchtest oder wenn du es hast? Ich winke tatsächlich schon mal an Savo heran. Boltax könnte auch was anderes, wenn Boltax möchte, kann er auch nochmal neu würfeln. Okay, Sternkunde, dann würfel ich nochmal neu. Sternkunde habe ich nicht. Klugheit um 7? Und Klugheit plus 7. Ja. Haben wir auch schon. Von Rafim. Soll ich nochmal neu würfeln? Mach mal. Sonst gebe ich dir einfach eine plus 1, solange bis es passt. Okay. 20. 20.
Ja, es sind halt irgendwelche Sternbilder oder Punkte auf dieser Kerze. Du hast keine Ahnung. Es ist einfach eine schwarze Kerze. Ich habe ja gesagt, ich winke Asaro herbei. Ja. Euer Gnaden, Asaro, sagen euch diese Sterne irgendwas? Schaut dich ein bisschen missmutig an. Kann es dir verraten, aber nur wenn du mir versprichst, dass du dich sowohl mir gegenüber als auch Isarun gegenüber etwas freudiger benimmst. Dein Verhalten uns gegenüber war doch etwas herablassend. Warte, ich habe Arroganz. Bester Vorteil. Und so wichtig ist es auch wieder nicht, dass ich mich von euch maßregeln lasse. Und dann solltet ihr sie einstecken und ganz tief nach unten in den Rucksack stecken, denn anzünden sollte man so eine Kerze nicht. Und sollten wir sie dann nicht zerschlagen? Tut, was ihr wollt. Zerschlag die Kerze. Funken stieben daraus hervor und sie zerfließt zähflüssig und ölig. Auf dieser öligen Pfütze kannst du die gleichen Punkte erkennen, die wohl das gleiche Muster abbilden. Sauer schüttelt nur mit dem Kopf. Darado hilft, schreckliches Zeug. Isarun kann eine schwarze Katze in einer Ecke erkennen, die wohl sehr am Leibe zittert und sehr verschüchtert aussieht. Du merkst wohl, wie sie so ein ein roter Kragen hat, als ob sie blutet. An exakt der Stelle, wo wohl auch die Herrin jetzt geköpft wurde von Rafim. Was sich ein bisschen beunruhigt, ist, dass sie Reptilienaugen besitzt. Oh, was ist das denn für ein Viech? Eine Chimäre? Ich dränge die Katze mal so in die Ecke und sitzt da schon. Versuch sie mal näher zu betrachten und weiter zu ergründen, ob sie jetzt wirklich eine Chimäre ist, also irgendwelche anderen merkwürdigen Merkmale noch aufweist oder irgendwie verzaubert ist. Ich blicke mal auf ihren Hals vor allem und guck dann zu der Frau, guck wieder zu dem Tier. Kann denn das daraus schlussfolgern, dass das eventuell ein vertrauten Tier ist? Magiekunde plus 15. Ich habe schon mehrere Hexen flachgelegt. Dann gebe ich dir eine plus 2. Da können die anderen natürlich auch würfeln. Okay, kriege ich ähnliche Erschwernis, weil ich bin plus 7. Ja, plus 7 finde ich okay. Okay. So, dann für uns Gildenmagier dann plus 15 oder? Genau, wie? Plus 15 mit Spezialisierung Hexen oder Naturmagie oder so, wenn man das hatte, aber. Man hat ansonsten wenig mit Hexen zu tun und noch weniger mit den vertrauten Tieren. Boltax kann sich das auf alle Fälle zusammenreimen und Kiaras wohl auch. Boltax kennt dieses Phänomen ja von anderen Geoden. Scheinbar ein ihr vertrautes Tier. Ja, wahrscheinlich war das eine Hexe. Ja, und was passiert mit diesen Viechern, wenn das Herrchen oder Frauchen stirbt? Ich bin nicht sicher, aber ich. Nun, noch lebt die Katze. Ich gehe mal so auf ein Knie runter und um ein bisschen zu locken und. Seid vorsichtig. Auf jeden Fall sind sie durch ein intensives Band an den jeweiligen vertrauten Partner gebunden. Es ist immer ein großes Leid für den einen, wenn der andere stirbt. Hey, Kleine. Komm noch zu mir. Wir werden nichts tun. Ja, sie zittert am ganzen Leib, als ob sie frieren würde. Ja, mein Blick wird auch so ein bisschen weicher. Töte das verdammte Viech. Oh, meine Arme. Ich stimme aber mir zu, wir können es auf keinen Fall frei herumlaufen lassen. Machen wir eine Abrichtenprobe plus 12. Ja. Nun ja, Boltax, sollte man es dann nicht erlösen, wenn es irgendwie sich quält? Doch, ich denke auch. Das wäre die beste Umgangsweise damit. Das ist jetzt schon wieder für ein Vieh. Ich will das chippen. Während sich Kiaras versucht, um die Katze zu kümmern, kann Boltax wohl in einer Ecke erkennen, da hat Rafim gerade wohl dieses Einmachglas gesehen und er selbst wurde wohl auch gesehen. Du kannst aber neben dem Einmachglas kannst du noch was anderes erkennen, und zwar das ist eine
Eine Uhr, allerdings nicht so, wie du sie gebaut hättest oder würdest, sondern ein Stundenglas, allerdings mit eitergelbem Schleim darin, der wohl in 10 Fäden gerade nach unten tropft. Ja, dann würde ich mal eine Uhr dann darauf wirken. Probe ist misslungen. Die Katze bleibt weiter in der Ecke und also sie ist wirklich verschüchtert. Sie hat Angst. Sie hat sich wohl auch eingepisst. Sie wird auch nicht nach dir kratzen, aber sie ist da sehr, sehr unruhig, wenn du dich sie ihr näherst und nicht sehr zufrieden mit der Situation. Ja, ich versuche auch nicht näher ranzugehen. Lass ihr so ein bisschen Platz. Setzt mich aber auf den Boden und halt dann auch ein bisschen so die anderen zurück. Das Tier ist völlig traumatisiert. Voltax, es blitzt einmal vor deinem kurzen Auge und du merkst wohl, wie sich jetzt mit einer unsichtbaren Handschrift in Angramm Runen auf das Stundenglas einschreiben und dort drauf Voltax steht.